Guten Morgen. Wir wollen gemeinsam singen. Dich lade ich ganz herzlich ein, mitzusingen. Wir wollen heute als Chor und mit euch zusammen die Lieder singen. Und wir schlagen als erstes das Lied auf, Nummer 41. Nummer 41, kommt stimmt in unser Loblied ein, ihr Engel vor dem Thron. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Halleluja! Lobt den Herrn, lobt Gott in seinen Tempel, lobt ihn, den Mächtigen im Himmel. Lobt ihn für seine gewaltigen Taten, lobt ihn, denn seine Größe ist unermesslich. Lobt ihn mit Posaunen, lobt ihn mit Harfe und Zither. Lobt ihn mit Tamburin und Tanz, lobt ihn mit Saitenspiel und Flötenklang. Lobt ihn mit Zimbel, Schal und Paukenschlag. Alles, was lebt, lobe den Herrn. Halleluja. Mit diesem Psalm heiße ich euch ganz, ganz herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Und mögen wir Gott loben durch unser Leben, loben durch den Gesang und loben und auch danken für das, was er tut und getan hat. Ein jeder ganz, ganz herzlich willkommen nochmal. Es wurden einige Gäste gemeldet. Ich möchte da erwähnen, Johann und Lydia Penner mit Janis und Linda. Sie sind die neuen Lehrer und Musiker, die hier dienen werden in unserer Mitte in dem kommenden Jahr. Sie sind aus Detmold, Deutschland. Herzlich willkommen. Könnt ihr einmal aufstehen, dort hinten. Sind da noch andere Gäste, die vorgestellt werden müssen? Wenn nicht, fühlt euch wohl hier unter uns und möge Gott uns gemeinsam segnen. Ich möchte einige Bekanntmachungen weitergeben. Erstens, am kommenden Sonntag, den 13. Februar, wollen wir auf eine extra Gemeindestunde die Jahresabrechnung vom Jahr 2021 und den Kostenvoranschlag für das Jahr 2022 vorstellen, darüber sprechen, austauschen und diesen dann auch annehmen. Dann gratulieren wir ganz herzlich für die Geburt eines Sohnes, den Eltern Leo und Tanja Kauenhohn.
Ihnen wurde am 3. Februar ein Sohn geboren. Sie haben ihm den Namen Alejandro gegeben. Möge Gott euch begleiten und segnen in der Erziehung und sowie diesen auch Wachstum schenken. Eine Anteilnahme am 1. Februar wurde Bruder Gerhard Funk in die Ewigkeit gerufen. Er hinterlässt in der Mönchengemeinde Elim seine geliebte Ehefrau, Schwester Katharina, seine Kinder Albert und Bertha Funk, Alvine und Walter Penner und Elmer und Marlene mit ihren Kindern. Dann auch den Schwager Cornelius und Tina Tös, Ruben und Rumelda Tös, Willi und Sina Tös und die Schwägerin Esther und Andreas Wiebe. Liebe Geschwister, wir wünschen, dass Gottes Trost und seine spürbare Nähe euch im Abschiednehmen begleiten möge und Gott euch stärken möge. Dann eine Einladung vom Männerkomitee. Es wird ganz herzlich zum Männermatte eingeladen, welche am kommenden Samstag, den 12. Februar, um 5:30 Uhr morgens stattfinden wird. Diese wird beim Marie-Linde-Park stattfinden. Dazu wird ganz herzlich eingeladen. Weiter gebe ich jetzt erstens Bastian Sawatzki die Gelegenheit für eine Bekanntmachung, danach Hermann Sawatzki. Guten Morgen auch meinerseits. Ich will hier eine Einladung weitergeben. Von der Mutter ausgesetzt im Straßengraben, vom Vater ins Kinderheim abgeschoben, als Jugendlicher getötet, Jugendgefängnis, Gerichtsprozesse, das war Wilhelms Leben. Im Hochsicherheitsgefängnis kam die Wende durch eine Bibel in sein Leben. Jesus sprach zu ihm. Einladung zu einem bewegenden Lebenszeugnis eines Ex-Gefangenen. Wilhelm Bunz, bekannt auch als der Bibelraucher, das Buch haben wahrscheinlich einige von euch gelesen, wird aus seinem Leben und von seiner radikalen Bekehrung im Hochsicherheitsgefängnis erzählen. Dieses macht er in einer Online-Veranstaltung, und zwar heute Nachmittag um 16 Uhr, und es wird zu dieser Live-Übertragung auf großer Leinwand in der Kirche der Mennonitengemeinde Loma Plata eingeladen. Und während dieser Veranstaltung besteht auch die Möglichkeit, Fragen einzusenden oder einfach Dinge anzumerken, die er dann beantwortet. Jedermann ist herzlich zu dieser Veranstaltung eingeladen. Also wer heute Nachmittag um 16 Uhr noch kein Programm hat, das wird ganz besonders oder ganz wahrscheinlich sehr interessant mit dem Bibelraucher. Dankeschön. Also ich möchte einfach einladen zu den regulären Chorproben. Wir wollen am 17. Februar anfangen um 19 Uhr hier in der Kirche. Wir werden dann regelrecht am Donnerstag üben, so wie schon gewohnt. Und ich lade alle ganz herzlich ein. Ein Teil dieser Gruppe ist heute schon gekommen. Und wer möchte, ob jung oder älter, fühlt euch frei, kommt einfach am Donnerstag, am 17., das ist ein Denkmal in 2 Wochen, dann wollen wir anfangen zu üben. Also ihr seid herzlich eingeladen. Dankeschön. Ich möchte jetzt mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir deine Kinder sein dürfen. Danke, Vater, dass du uns Gnade schenkst, dass wir leben können, dass du dieses durch deinen Sohn möglich gemacht hast, Herr, dass wir die Ewigkeit bei dir verbringen dürfen. Danke, Vater, für diesen Morgen. Danke für den wunderbaren Regen, den du auf den meisten Stellen geschenkt hast. Herr,
Bitte segne und begleite du uns und führe du uns weiter in dieses Programm, wo wir auch darüber hören wollen und erfahren wollen, wie wir dir bekannt machen, von dir zeugen dürfen und sollen müssen, Herr. Danke, Herr, dass du uns diese Gelegenheit schenkst, uns hier zu versammeln, und segne uns weiter in deinem Namen. Amen. Wir wollen jetzt anschließend zwei Lieder singen und die Kollekte heben. Diese geht heute für den christlichen Dienst. Der christliche Dienst hat eine Abteilung, welche El Puente genannt wird. In dieser Abteilung werden Personen von dem Hospital Psychiatrico aufgenommen, um diese dann wieder vorzubereiten, dass sie in der normalen Welt leben können. Das ist das Ziel, eine Brücke zu sein von diesem Krankenhaus weiter in die normale Welt hinein. Von vielen Patienten oder von den Patienten wird dieses hoch geschätzt und viele haben diese Hilfe dort schon erfahren können. Wir singen zwei Lieder als Versammlung und heben dabei die Kollekte. Heute ist der 6. Februar. Wir schlagen auf das Lied, als erstes Nummer 366. Nimm Zeit dir zur Andacht und Ruhe zum Gebet. 366. Ein weites Lied, Nummer 342. Mein Glaube fest sich bauen kann auf das, was Gott für mich getan. 342.
Wir wollen noch kurz für die Kollekte danken. Vater, danke, dass du uns mit irdischem Reichtum beschenkst. Danke, Herr, dass wir dieses verwalten dürfen. Und ich danke für das Geld, das eingelegt wurde. Und mögest du es segnen. Mögest du schenken, dass dieses gut verwaltet wird und dass Personen Liebe und Hilfe dadurch erfahren können. Das bitte ich in deinem Namen. Amen. Ich gebe jetzt Gemeindeleiter Amandus Reimer die Gelegenheit für die Segnung der verschiedenen Komitees. Das Arbeitsjahr hat angefangen und so wie wir das in der Regel tun, wollen wir auch heute eine Gruppe von Personen segnen. Das sieht dann praktisch so aus, als wenn Hermann hier dirigiert und eine ganze Gruppe ist hinter ihm und unterstützt das. Und so wollen wir als Gemeinde auch diesen Personen, die wir segnen, diese Unterstützung sein, wie diese Gruppe eben Hermann unterstützt beim Dirigieren und Singen. Wenn wir bewusst segnen, sprechen wir Worte, die erbauende Macht haben. Wir erbeten für diese Mitarbeiter und unsere Gemeindefamilie Gottes erfahrbare Gegenwart. Und unser Anliegen heute ist, dass Gott vor allem Gelingen in der Arbeit, Frieden und eine gute Zusammenarbeit in den verschiedenen Teams und Beziehungen schenkt. Dass Gott einen kontinuierlichen Wachstum schenkt, auch in diesen Personen, gerade in denen, die uns dienen. Denn die werden kommen auch immer wieder an ihre Grenzen und werden auch ins Gebet immer wieder von Neuem gezwungen. So alles, was mit Kinderarbeit, mit Sonntagsschule, Kinderbetreuung und so weiter zu tun hat, die wollen wir am 20. Februar segnen. Ebenso auch die Jugendarbeiter, alles was mit Jugendarbeit, Teeniearbeit und so weiter zu tun hat, das wollen wir später machen. Konkret die Teenager- und Jungschararbeit, die wollen wir am 1. März, dann ist nicht Tag des Helden oder der wird am 28. Februar gefeiert und am 1. März beginnen wir mit der Teenager- und Jungschararbeit, die wollen wir dann hier abends, bevor wir beginnen, segnen. Das einmal als Information. So, und als ich die Liste sah von all unseren Gemeindemitarbeitern, dann wusste ich nicht, wen segnen wir heute alle, aber wir haben uns einfach mal in etwa an dem gehalten, wie wir es jährlich hatten. Und natürlich können wir nicht alle erwähnen, wir denken darüber nach, wie können wir das tun, dass wir uns alle mit hineingenommen fühlen auch. Heute wollen wir spezifisch segnen und ich bitte diese Person nach vorne zu kommen, die ich erwähne, vom Kontrollorgan Jeffrey Harder, der die Leitung auch übernimmt. Jeffrey, bitte. Rudi Kehler, Elmer Ginter und Wilbert Harder, Supplente. Nicht alle können dabei sein, einige haben sich abgemeldet, grippehalber. Ehefreizeitkomitee Tommy und Anella Harder, sie haben die Leitung in diesem Komitee. Norbert und Nancy Giesbrecht, Wilfried und Amalie Giesbrecht, Erdmann und Alma Unrau. Jubiläumskomitee Abraham und Mario Penner, Willi und Alma Dück, Willi und Helga Töls. Abraham Penners haben da die Leitung. Missionskomitee. Zurzeit habe ich die Leitung. Ich bitte Albert Funk, Bruno Funk, Leandro Sawatzki, Michael Wiebe nach vorne zu kommen. Dann das Männerkomitee Robert Hirsch leitet da. Joris Dirksen, Gabriel Giesbrecht, Manuel Wiebe, bitte kommt nach vorne. Dann Platzanweiser Norbert Giesbrecht hat da die Leitung. Timothy Dück, Wilfried Günther, Hermann Harder, Alfred Janssen, Dennis Reimer, Wilfried Thiessen, Fabian Töfs, Matthias Wieber. Bitte alle nach vorne.
Hofmeister Ronny und Alicia Reimer, bitte kommt auch nach vorne, wenn ihr hier im Saal seid. Ja. Und Sekretärin Veronika Fröse, bitte auch. Dann Wirtschaftskomitee Manfred Friesen, Bastian Harder, Robby Töfs. In den letzten Jahren oder im letzten Jahr wurde der Wachdienst ins Leben gerufen. Lise Günther ist von unserer Gemeinde die Ansprechperson und sie koordiniert das gemeindeintern. Lise, bitte kommst du nach vorne und ich bitte Rudi, das auch zu unterstützen. Komm auch nach vorne. Dann haben wir auch, ich glaube, auf der letzten Gemeindestunde von dem Maria-Martha-Dienst gesprochen. Marianne Klaassen hat da die Leitung. Das ist der Dienst, der nach der Beerdigung von Personen dann hier noch einen Imbiss anbietet und diese Trauernden oder diese Familienangehörigen bedient. Marianne Klaassen hat da die Leitung, Hanna Sawatzki, Delicia Reimer, sie ist schon da. Das sind einige. Wie gesagt, die Liste ist noch viel länger, aber eben am 20. Februar wollen wir auch noch weiter segnen und am 1. März. Nun bitte ich die Gemeinde, dass ihr aufsteht und diese Person dreht euch bitte zu mir und wir wollen Hand aufheben und diese Personen segnen. Vater im Himmel, wir sind dir sehr dankbar für die Mitarbeiter, für die, die eben abgetreten sind, wie auch für die, die hier jetzt vor dir stehen und dir dienen und dienen wollen. Und dann haben wir noch viele mehr in der Gemeinde, die dir dienen, die wir hier nicht alle erwähnen können jetzt. Herr, du siehst sie alle. Herr, du bittest deine Gemeinde, um Arbeiter zu beten, denn die Ernte ist groß. Und das Feld ist reif, das haben wir getan. Und wir bitten auch heute um mehr Mitarbeiter, besonders auch für die Missionsfelder. Es bedarf noch so viele Arbeiter. Diese haben sich hier bereit erklärt, in deinem Reich dir zu dienen. Wir beten Gott, dass du diese Arbeiter segnest, indem du sie befähigst, unsere aktuelle Situation, in der wir leben, zu analysieren und biblische Antworten darauf zu geben. Dass du dahin leitest, dass sie sehen, welche Personen ihnen dabei helfen können und welche sie unterstützen sollen oder dürfen. Schenke diesen Mitarbeitern sensible Ohren und ein gehorsames, tüchtiges Herz für deine Stimme. Und heiliger Gott, wir vertrauen ganz fest darauf, dass die Weisheit und Weisung, Kraft und Liebe und Gelingen von dir kommen wird. Du wirst es schenken in den verschiedenen Arbeiten und Beziehungen. Bewahre die Verantwortungsträger und ihre Teams und Mitarbeiter vor Sünde. Bewahre sie körperlich, bewahre sie emotional und auch geistlich. Der Gott des Friedens mache euch tüchtig in allem Guten zu tun, seinen Willen und schaffe es in uns, was ihm gefällt. Durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das beten wir im Namen Jesu. Amen. Dann dürft ihr euch setzen und abtreten. Wir wollen jetzt anschließend ein weiteres Lied als Versammlung singen und danach hören wir die Predigt von Prediger Alfred Klaassen. Wir singen gemeinsam 487. Wunderbares Lied, das genau dazu passt, was wir eben gemacht haben. So, wir werden aufgefordert zu arbeiten, zu wirken, bevor die Sonne untergeht. Und in der zweiten Strophe weihet die besten Kräfte dem Herrn Jesus Christus. Das haben wir eben getan. So, singen wir gemeinsam. Ich bitte euch, der Kahn aufzustehen.
Ich freue mich, dass ich hier von dir mit dem Wort Gottes hier von dir deine. Weil wir zum Anfang beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du Herr und Herrscher bist, dass du Leib in der Not bist und dass du uns auch deinen Tröster gegeben hast, der uns tröstet hat, der uns Tröst gegeben hat, wenn wir mutlos sind, wenn wir Angst haben. Wann wir unser Herr sind, immer weiter, wirst du uns trösten. Und über Kraft hier von dir zu zeugen. Bitte machst du in jedem einen Fall mit deinen Heiligen Geist in Kontrolle. In Jesu Namen beten wir dort. Amen. Das Thema, das ich für dich gestellt habe, Gott seine Hilfe an uns in unser Abgut. Gott seine Help in unser Abgau. Und dort möchte ich eine Karte, eine einmalige Schicht von Jesus Kart durchgehen, wo Gott durch uns eine säuerliche Botschaft in der Lotte hat. Und ich sehe auch durch diese Botschaft, dort hier komme, dort zwei Punkte sind wichtig, dass wir die beachten und dass wir die verstehen. Und wenn ich diese zwei Punkte in den Horten annehme, nur diese Botschaft, dann sehe ich frei. Und erster Punkt, Gott hat seinen Teil getan, um uns Rettung zu bringen. Er hat alles getan, um das Heil auf ihr zu bringen. Und zweitens, meine Abgabe ist, das bekannt zu machen. Meine Abgabe ist, Jesus bekannt zu machen. Das ist alles. Wenn ihr diese zwei Sachen bestehen, oder verstehen. Und du hast Jesus das erste Mal bekannt gemerkt worden, dass er wird kommen, dann sagt die Bibel, Gott redet durch den Engel zu Maria. Und auch Gott redet durch den Engel zu Josef. Das sei bei der Botschaft, dass der Retter wird nun kommen. Und dann wird dort nun so weit, dass die Prophezeiung gesagt hat, der wird dort Josef und Maria in Bethlehem kommen und Jesus wird geboren. Und Jesus, Gott sein Plan, wie von Anfang an, dass das bekannt werden soll, dass das Jesus geboren werden soll und dass er geboren wird. Und dann schickt er einen sehr interessanten Stern, wo die Stirnwissenschaftler, kann man so sagen, die, die Stirn studierte, das ist ein Stirnweiß. Und man kann sagen, das ist ein normaler Stirn, der kommt vom Osten und Westen, wo alle Stirns ihren Lauf haben. So diese Menschen, wo das Abfall, dass die besondere Stirn, du am Himmel wir, die mögen sich ab, mögen sich rein und mögen auch alle Schenke rein. Das diese Stirn hat für ihn eine ganz besondere Botschaft. Sie gehen diesen Stirn heran, der eventuell den normalen Stirnlauf hat, vom Osten und Westen. Und dann brach Gott das so, dass der Stirn mit einmal bei diesen Stieren, die da anklar wird, dass sie in Jerusalem rumfrohe deide, in dem Herodes scheime, dort wo ist das Kind geboren? Das Stieren, der hat die Botschaft, dort ein Kind geboren wird. Und dann kommen die Stieren, die da in dem Herodes.
Und Frau, wo soll das eine Geburt sein? Soll da eine Geburt werden? Und Gott hat durch die gemerkte Wissenschaftler von den Stirns, und nun brückte dem Herodes, der die Macht hat über die Menschheit, dass er alle Predigerstäber überlebt. Er lädt alle Schriftgelehrten in die Sekt kommen. Und Gott gibt den Predigers, oder die Schriftgelehrten, die erste Chance, diese Botschaft auch in alle Kirche zu verbreiten und das ganze Volk Gottes zu verbreiten. Du wirst Gott sein Wort ja all am Werk. Und ich sage das so, dass Gott diese Stirn, die dich einmal ansehen mag, wo die Stirn hinweisen, dass sie soll auch nach Herodes kommen. Dass Herodes, Gott will Herodes brücken, um die Prediger, um diese Botschaft zu verbreiten. Diese Schriftgelehrte sagte, in Bethlehem soll die Bauer waren. Also sie wollte dort nicht, diese Stirn, die ist gerne wieder. Und dann wies die Besonderheit von diesem Stirn sich, wenn es dort wenig sei, weit, vielleicht 12 Kilometer, ich weiß nicht, wie weit das ist, 10, 15 Kilometer von Jerusalem nach Bethlehem. Aber durch die Stirn so leicht, dass sie dort sein können, kriegt, wenn eine Richtung dort wäre. Und durch die Stirn vom Norden im Süden. Wenn es Bethlehem liegt, gleich Süde ohne Jerusalem. Du von Jerusalem gehen die Stirn weiter verrennt. Gleich im Süde. Und dann, du wird das so klar für die Stirn, die das, dass sie das Kreuz auch ohne ein Wohnhaus der Stirn entweist. Zu der Möglichkeit hat Gott verhergekommen, dass er leicht hatte, konnte nach Bethlehem kommen, wenn die Stirn, aber ich sage, die sind einmal aus der Höhe gewesen, langen Weg hatte sie auch klar gewusst. Aber Gott hat sie im Plan, dass Jesus soll bekannt werden. Und dann kommen sie durch. Und dann wies Gott ernt im Traum gut nicht drei. Nur Herodes. Herodes hat seine Arbeit getan. Der hat deiner, der Schriftgelehrte, hat die Botschaft gegeben. Er hat die Botschaft angegeben, der wusste dort. Und der hatte die Chance, von Gott zu kriegen. Und dann kommt dort so weit, dort Herodes irgendwann antwortet, dort, ich kann nicht durch die Bure essen. Daher hat er die Botschaft gegeben. Und dann fängt an, der Eifersucht in der Neid hochzukommen und läuft dort das Wort an dem Stellnehmer. So dann darf Gott war dann drüben in Josef, und dann sagte dem Gott in Ägypten. Gott in Ägypten. Und Herodes lässt seine Feldchen anbringen. Aber auch Josef seine bedingungslose Gehorsam ab dieser Botschaft, wenn es heute verstanden hat, dort hat was Übernatürliches wir. Dort Gott tun plan wir. Dort Jesus in ihre Abgabe dort nicht wir, Jesus zu beschützen. Ab zwar Gott am Salz beschützen dadurch. In dieser Karte Einführung möchte ich uns die Botschaft übermitteln, diesen göttlichen Gehorsam, den Josef hat, diese kleine Botschaft zu gehorchen und zu gehen. Und das soll uns Trost und Kraft geben, die Tatsache zu verstehen, dass Gott in seinem allherrschenden Macht schon alle Hindernisse aus dem Weg nimmt, die seinen Plan verhindern wollen. Das soll uns Trost und Kraft geben, ab Gott zu vertrauen und dort zu weiten, dass Gott alle Hindernisse, die seinen Plan zweimerken wollen, in dem Weg geräumt hat. So er brückt diesen Weltherrscher, dem Herodes, um diese Botschaft an Jesus bekannt zu machen, wiederzubringen. Und der hat die Macht, diese Schriftgelehrte hastig aller Tipp zu reiben und der hat dort zu sagen.
Und er sagte zu Gott, auf der ich diesem, der die Botschaft gegeben. Das bedeutet das nicht. Und dann kommen wir wieder zu diesem Jesus, wo die 12 Jahre war. Von klein bis 12 Jahre wird praktisch gar nicht über Jesus geredet. Bloß noch, dass Gott am Josef nachher die Botschaft gibt, dass Herodes gestorben ist, der ich im Traum nie gut drehe. Und Gott in Galiläa. Als Jesus dann 12 Jahre war, dass wir eine Regel in manche Israeliten, dass ab 12 Jahren wäre die Jungs verantwortlich, dass die Saat Gottes notwendig zu kennen. Da wäre, ab dann wäre sie verantwortlich, selbst dort die Saat zu leben. Und die Mädchen ist ab 13 Jahren. Und Jesus, wahrscheinlich das erste Mal vielleicht, wo er mit seinem älteren Mädchen ist, war uns das erste Mal ganz bewusst, wo er sagt, ich komme mit. Und daher auch diese Reile, was er in der jüdischen Fall oder in der israelitischen Fall hatte, zu respektieren, mit 12 Jahren das Examen aufzugeben bei den Schriftgelehrten. Bei dem, was der Reile beherrschte. Und dann sagt dort, dort Jesus, horcht den ernstlich Tau. Der horcht den Gott Tau. Und Jane stahl die Frau. Und stahl die Frau. Und sie wunderte sich, wie Gott heute dort kann. Und wie viel er wusste. Sie wunderte über seine Frau. Auch du hatte sie weiter die Möglichkeit, zu erkennen, dort hier wird andere wie aus ein normaler Kind. Auch du sagst die Bibel nicht, dort die Schriftgelehrte dort erkannte, dort einer wie mit zwei Naturen, dort eine göttliche Natur und eine irdische Natur hat. Und dann sagst dort, dort ich blieb beim himmlischen Vater. Das ist das junge Jesus. Bei diesem Kartenbesuch wird er hier mir zwei Sachen. Das erste, ich gehe mit, wo mein himmlischer Vater ist. Da will ich auch sagen. Er sah seinen himmlischen Vater an den Spätz. Dort wird das Wichtigste. Und er sagt dort auch, welcher aus den älteren der Tamalde, du, ich will hier noch länger bleiben. Als seine Eltern dann nur einen Tag reisen, dort ist antwortet, dass Jesus du nicht mag die große Versammlung wie, stelle ich mich so vor, da wie ein Vertrauen zwischen Kind und Eltern, Kind. Dass sie erst einen Tag gereist wäre und dann anfangen, dort mal der Stichchen, als er jung überhaupt so mank wäre. Und sie dort dann antworten, dass er nicht so mank ist, gehen sie den nächsten Tag drei, vielleicht auch gerade. Und wer dort mal erlebt hat, ein Kind, wann dort weich ist und der dort nicht feint, wir erlebten das mal das erste Mal, als uns Elster noch mal Jeruz gehen konnte und wie dort in die Gemeinde wäre. Und wir vertalten mit den Menschen, der Gottesdienst wird eng, vertalten das herum. Und dann tragen die Menschen langsam auf. Und als wir dann erst beim Fahren wären, dann kommen wir tippen und sagen, Astrid, wo ist Daniel? Na, ist der nicht bei dir? Nee. Bin ich nicht bei dir? Nee. Und dann randet eine Hänge in der Sinnerschelle, immer eine Klasse nach der anderen, und dann randet eine Fähre, und dann randet eine Hänge in der anderen Stuhl, nimmt Deposit in der Versammlung. Das Pastoralhüst am Haf, und so haben drei randet in Astrid auch, und wie sagte, und der Puls, der fängt an zu klappen. Und wir fangen dem ab dem ganzen Haf noch nicht. Gott, wie sonst, wo ist uns jung geblieben? Und dann eine Zeit, dann kommt er mit einmal eine hiesige Früflein zum Fettstehen hinauf an so einen kleinen Blonden da ab dem Arm.
na wie wahrscheinlich ne kann ihr jetzt gehen, na wie du manche Versammlung mit den Menschen mitgegangen, der Quadrat auf, und an dem Asphalt ein zu verlängern, du an ein Haar, ich hatte gestohlen, und die früh, die wüsste, dass du wie eine Gemeinde, du wie eine Blande. So, der wie ich von uns zu heute, aber der bracht uns dem Tree. Und wenn ich mich dann ein bisschen so verstall, dass Josef und Maria einen Tag Trierreis sind, in der Anregung der Berne. Und dann der Jesus, als sie dann da ankommen, Martha, Maria, sagt die Bibel, sie wüssten nicht, was sie dort sein sollen. Und Jesus verdreht ab. Die wüssten doch, dass ich da sein muss, wo mein Vater zu ist. Die wüssten doch. Und erstens, ich habe hier von Jesus Lehre, dort heu singen vor da, aber Sperrzorn. Das wird das Wichtigste vor allem, dem himmlischen Vater, Gott. Das wollen wir uns wissen, dort wird das Wichtigste über alles. Und zweitens, wenn Gott an der Sperrz steht bei uns im Leben, wenn da in das Zentrum in uns Leben ist, dann habe ich auch Menschen deine. Dann ist uns dort bewusst, das Leben hängt davon auf, möglich Jesus bekannt. Möglich Jesus bekannt. Und all das Dienste, was hier sind. Die haben alle ein Ziel, dass wir Jesus bekannt möglich. Nun begreifen wir es hier mit den Erden deiner. Wie möglich Jesus bekannt. Wir merken dein Leib, was Jesus ist, in heuen uns geplant hat, weil wir vermehren. Wir wollen das vermehren, dass noch mehr Menschen das Leib von Jesus Christus praktisch erfahren. Und das ist unser Abgabe, das in Jesus bekannt zu merken. Das ist unser Abgabe, das in Jesus auf der Arbeit bekannt zu merken. Wir sollen lernen, dass der Gehorsam den Gott in dem, dass wir andere deinen, richtig deinen, das Einzige ist, was Gott von uns erwartet hat. Andere können sagen, Gott verherrlichen. Andere können sagen, Gott anbeten. Alles dient zu dem einen. Und vielleicht haben wir uns dort überlegen. Oder vielleicht nie Prioritäten sagt, das ist Jesus dort hat. Ist Gott das Wichtigste in meinem Leben? Wir haben die letzte Zeit immer wieder kranke Menschen gehabt. Viele von uns sind selbst krank gewesen. Eine wunderbare Zeit, wo wir uns einmal nachdenken, für was habe ich gelebt? Was sind meine Prioritäten im Leben? Und vielleicht einer oder andere kann seine Prioritäten durch dich betrachten. Eine wunderbare Zeit. Säuerlich bete wie Gott, bitte heil den Mensch, ein Juck. Heil den Mensch, sein Körper. Vielleicht kann diese Zeit uns helfen, darüber nachzudenken, dort wie nach Hause, ja, dafür bete Gott, bitte heil diesen Mensch, der in Sünde lebt. Befriede ihn, der verankert in der Kirche ist. Ich sehe kurz zu einem Mensch, einem älteren Mensch, der eine Hilfe kommt. Und er schlammt über die Diakone, und er schlammt über die Prediger, und er schlammt über die Kirche. Und ich sage, du, eins würde ich dir rode. Wenn die Kirche selbst so schlecht sind für dich, wieso wirst du in die Kirche nicht? Bleib bloß bitte. Jesus kann Geld ohne dich vor dich wohnen, aber du kannst nicht ohne Jesus. Heute arbeitest du mit dir.
Das ist nicht das erste Mal, was wir uns getroffen haben. Einmal war da wieder das erste Mal. Und dann hat sich das mal einmal gedreht. Nun fängt er an zu kämpfen. Und ich sagte zu ihm, er sagt, einmal, wenn ich in der Schweiz bin, dann predige ich über das. Über mein Problem. Und alle anderen Probleme sind da nicht schlecht. Und dann sagt ein anderer dem, du kreist dich nicht wieder durch. Ich sagte, er riet dich mal von der kleinen Teil dem Teil nicht alle rauf. Und geh da im Strelja-Fleisch. Und prüf. Und hier wirst du sagen, der Ranke, der hört alle meine kleinen Teil an. Und so ist das mit mir. Auch wenn ich predige oder wenn einer predige. Und das ist mir mal einer sehen. Wenn ich dem einer sehen, mit der anderen hat er gesagt, hier nicht heute. Wenn ich dem Alfred da sage, in ihre Konzert komme, dann beise ich mich mehr dort. Der Dad sieht so groß, dass er glaubt, dass er kein Plottisch predige. Dass er kann nicht bloß sagen, Judith verstehe ich nicht. Die haben mir zu viel gesagt, den Judith als der Prost. So, was drängt mich zu tun, was ich tue? Und dann, wenn ich dann dort sehe, wo Josef und Maria, ich sehe Christ, ich sehe eine Gemeinde. Ich sehe eine Gemeinde. Und dann gehe ich zu Josef und Maria, in ein Haus, mit einer großen Menge Teub, und ich glaube, alles ist in Ordnung. Und bei Josef und Maria, wir fehlen nicht in Ordnung. Jesus wird nicht tun. Er Erstgeborene wird nicht tun. Und dann stelle ich meine Frau wirklich wie ich lebe, Gott sehend. Und sie hat gehört. Ist alles in Ordnung? Ist alles in Ordnung? Ist alles in Ordnung, wenn Gott nicht in wunderbaren Reihen scheint? Ist alles in Ordnung, wenn die Preise hoch sind, wenn ich Arbeit habe? Sie ist geistlich ganz in Ordnung, wenn ich einmal wurde hastig auf dem Steuerbad lege. Würde ich dann noch Sachen zu tun haben? Oder wenn mein Kind wurde hastig gestorben, würde ich sagen, hat ich mein Kind doch da am Arm genommen. Und das ist ein, wie man sagt, hat ich mich doch dankbarer benommen, immer noch mehr Ehrte bei meiner Frau. Der hat mich immer so entscheidend Ehrte gemerkt, das wird niemals mehr sein. Aber ich sage, was ich vielleicht kann korrigieren, wenn alles in Ordnung ist. Lukas Kapitel 2, Vers 44 sagt, sei dachte, hei wir in ihrer Gesellschaft, und reiste den ganzen Tag, euer Semang, ihre Freund und Verwandte, anfangen an zu sehen. Sie dachte, so wirke hier, man echt dachte. Und zweitens, Vers 49, Kapitel 2, Lukas, hei seht an, worum sagt ihr noch mehr? Wisst ihr nicht, dass ich in mein Vater sein Haus sein muss? Warum sagt ihr noch mehr? Ans Vernehmen. Erstens, vielleicht kann ich mich hätte, glaube ich, bleibt alles ist in Ordnung? Oder vielleicht kann ich auch, mit ich auch was Prioritäten treiben. Und zweitens, ans Vernehmen soll auch Gott an den Spatz zu haben. In uns bemähe, dort wie Jesus ähnlicher waren. Dort soll ein Ziel sein. Mit der Aufsicht, Jesus bekannt möge. Und heu halt uns. Und wann wie sage zu Gott, Gott, du bist uns Herr, du bist uns Chef, du bist uns Arbeitsgeber. Ich war arbeiten. Und du warst versorgen. Und heute wird uns überraschen. Und uns war eine Arbeit in der Hände kommen, wo wir Menschen kennen, Jesus bekannt merken, wo heute uns überraschen wird. Wir wollen darüber nur denken, über wie leicht Jesus sich mögt, wie schwach er sich durchanstellt. Und wir wollen da eben staunen
vielleicht entlehnt Jesus sich mir am uns sich bekannt zu machen. Und diesen Auftrag ernst nehmen. Und weil wir uns bereitstellen für ihn, wenn er uns brücken will, auch wenn dort jene meine Anstellung ist, dort ist er vielleicht mit Amstellen. Weil wir das Licht herangewohnen, sie kreuzen aus dieser Weise dort ein, diesem Stier. Ich kann sagen, das Stier ist für dich, Jesus, für uns. Weil wir diesem Stier heranfallen, und auch so dicht bin, dort wir weiter, wo wir Hand gehen Hand. Gott braucht einen Jüngeren mit seinen Gaben, um Jesus Christus bekannt zu machen. In jedem einen. Er braucht den Engel, er braucht Maria und Josef, er braucht Elisabeth, er braucht den Stirnforscher, er braucht den Herodes, er braucht den Schriftgelehrten, er braucht den Hirten, der am Feld wäre, am Fleck wäre, er braucht Johannes dem Täufer, er braucht den Apostel und er braucht die und mich. Und er hat uns ein Tröster geschickt, dem Heiligen Geist. Er sagt, wenn ihr diesen Tröster wollt haben, dann wollt ihr von mir reden. Dann wollt ihr mich bekannt machen. Und das ist nicht bloß eine Kraft, die er uns hilft, sondern auch ein Tröst. Ein Tröster. In alle Situationen. Macht es Jesus mit seinen Tröster in uns dann, durch uns reden und handeln, dort wie du, wo wir sind, ich habe Jesus bekannt machen, immer weiter. Jesus bekannt machen. Wir wollen dem bekannt machen, dass die Gesellschaften alle wehen. Lieber vor dem Himmel, noch einmal sei wie die von heute Dank, dort wie diesen wunderbaren Jesus Christus channelieren dürfen, der ich viele, der hier auf ihr Leben der Hand im channelieren dürft, und wie dürfen dem, der ich dort wird, channelieren, dort uns hingeladen ist, die Bibel, und bitte scheint dort wie mit Freude und mit Begeisterung von diesem Jesus rede. Herr, der Rhein ist Fan, der Akari ist Fan, der Wirtschaft ist Fan, unsere Arbeit ist Fan, unsere Kinder sind Fan. Aber weil wir wollen die auch und wollen auch von dir reden. Auch alle Wege. Wir danken dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Wir singen gemeinsam 455. Kinder Gottes sind Salz dieser Erde. 455, wir stehen auf dazu. Wir werden die erste und zweite Strophe nacheinander singen, dann kommt der Refrain und die dritte und vierte ebenfalls nach dem der Refrain. Thank you.
diesem wunderbaren Lied schließen wir diesen Teil des Gottesdienstes ab. Ich lade ein jedes Gemeindeglied ein für die Gemeindestunde, die wir anschließend durchführen wollen. Und bedanke mich auch für jeden, der für dieses Programm beigetragen hat. Ich bitte jetzt Prediger Klassen, dass er uns den Segen ausspricht, und danach gibt es eine kurze Pause und danach die Gemeindestunde. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du mit ihnen jetzt bei uns bist. Nimm den jüdischen einen in deine Arms, tröst an, gib an Kraft, gib an Idee, Zeuge von dir zu sein. Jesus, jeder einer will die bekannt machen. Und du wirst an die neue Kraft und die neue Wert nennen, jeder, dort er dort kann, wenn sie gehorsam sind. Gottes Geist und Kraft sie mit und nimm du an in deine Arms, lieber Jesus. Amen. Gottes Segen mit dir.